John McLaughlin. John im Duo mit Jonas, da fragt man sich unwillkürlich, was ist mit dem Mahavishnu Orchestra? What happened with Mahavishnu Orchestra? Well, we played two tours this year. We're doing very well. We played in Europe in the summer. We played in America, in Canada, this autumn. And now we take a break and play some funky chamber music, Jonathan. Funky Chamber, funky Kammermusik ist das, was Sie jetzt machen. Also zwei Touren haben Sie in diesem Jahr schon gemacht, durch die USA und Kanada im Herbst und durch Europa im Sommer. Das bedeutet also mit anderen Worten, Mahavishnu Orchestra gibt es noch. Viele haben ja davon gesprochen, das gäbe es noch gar nicht mehr, ist also offensichtlich reformiert. Ich darf mal hier rüber treten, denn das ist ja nun auch ein besonderes Instrument, was Jonas da spielt. The Double Neck Bass, what for? Because you have one fretted and one fretless bass on it. Oh, do me a favor, play a little bit. Well.
Okay. So this is a fretless, it has no metal frets on it, so it's more like an acoustic bass. Sounds good, and, yeah. Then the fret sounds more like this. Schon okay. John hat heute Nachmittag gesagt, das finde ich ganz interessant, da hat man zwei Instrumente für den Preis von einem. Wir hören noch ein weiteres Stück, Goodbye Pork Pie. Ja, du hast verstanden. Wir hören noch ein weiteres Stück, Goodbye Pork Pie Head heißt es. Kann man dazu was sagen? Wer ist das gewesen? Pie Pork, or Pork Pie Head? Pork Pie, where does it come from? Who's the man? Pork Pie Head was Lester Young, the great Lester Young. I'm sure everybody who knows jazz knows Lester Young. And when he died, Charles Mingus, another one of our great jazz musicians, wrote a piece called Goodbye Pork Pie Head. Ja, es ist also eine Hommage, wenn man so will, an den berühmten amerikanischen Tenor, Saxophonisten Lester Young, der 1959 gestorben ist. Und Charles Mingus ist hingegangen und hat dieses Lied geschrieben. Hören wir jetzt von John McLaughlin und Jonas Hellborg, Goodbye Pork Pie Head. Bitte. Thank you.